Also sie werden dann hier. Vielleicht muss man die einfach mal ein bisschen anfeuern, dass noch ein bisschen mehr Gas geben, um ihn zu kriegen. Da haben sie ihn. Und jetzt geht es nur noch darum, ihn natürlich auch zur Acht zu bringen. Zuzupacken und zu sagen, hey, du musst natürlich jetzt mit mir mitkommen. Jawohl, da haben sie ihn am Schlawittchen. Und solche Kaufhaus-Elitive, die brauchen wir hier beim Gräber-Pferdesport. Einen Riesenapplaus! Stefan Valentin. Und seine zwei Freunde, ihr Mitbewerber. Ich arbeite mit zwei Systemen in der Regel. Eine geht über positive Verstärkung, das heißt, ich arbeite in einem System mit Leckerlis. Und dann gibt es das andere, das ist halt nur bequem und unbequem. Der Vorteil von Leckerlis ist halt, die Pferde sind sehr stark motiviert, die wollen immer was machen. Der Nachteil von Leckerlis ist halt, dass der zu aufgeregt ist, wenn es nicht mehr fressen kann. In der Regel ist es das Erste, was ein Pferd macht, ist verzichtet auf Futter. Das Gras auf der Wiese, die führt dann. Besser. Aber wie gesagt, er ist im Doppelschuft, da will ich ihn nicht über anstrengen. Normal soll er mir das in die Hand geben. Und das Pferd kommt schon vor Geräuschen. Dann kann man das mit dem Kickertraining sehr gut wegkriegen, indem man mit dem Kicker arbeitet. Der große Nachteil, wie gesagt, ist halt, wenn zu viel Aufregung im Spiel ist, funktioniert das nicht mehr. Oder wenn das Pferd in seiner Belohnungsform drin ist. Die Belohnungsform wäre zum Beispiel, wenn er frisches Gras frisst, ja, und dann hat er halt mal keine Lust auf ein Leckerli. Und schon bin ich mit meiner Methode am Ende. Das heißt, man stellt einen Eimer hin und sagt, man wartet, bis das Pferd Schritt für Schritt in den Hängen macht. Ja. Aber wenn ich Druck ausübe, das geht immer. Das kann man immer machen. Du kriegst auch so eine Pferde vom Grasfutter weg. So. Ich will ja jetzt kein Unmensch sein, da geht man halt wieder hin. Dann hocke ich mich neben dran. Das ist das Zeichen für die beiden, dass sie grasen dürfen oder Futter essen. Und jetzt, im günstigsten Fall, sollen sie jetzt über meine Bewegung gleich wieder mitkommen. Bei mir zu Hause rufe ich sie von einmal weg, schicke sie wieder hin und rufe sie wieder weg. Dann brauche ich mich gar nicht zu bewegen. Ne? Aber das hat Folgendes. Pferde reden auch nicht miteinander, sondern es ist eine reine Körpersprache. Und über diese Körpersprache, oder sag es mal andersrum. Wann rufen Pferde? Wann schreien Pferde? Wann machen die das? Hat jemand eine Idee? Meistens, wenn Stress im Spiel ist, dann wehren sie. Oder wenn der Besitzer in den Stall gefahren kommt, dann wehrt das Pferd. Das hat aber mit Erregung zu tun. Pferde lieben es, wenn nichts ist. Wenn es ruhig ist und sie können sich entspannen. Das mögen Pferde. Und das suchen diese Qualitäten, suchen sie auch im Mensch. Ist der Mensch nicht ruhig, ist er nicht entspannt, werden sie dem Mensch nicht folgen. Wir müssen uns immer wieder vorstellen, das Schutzbedürfnis des Pferdes ist ganz existenziell, das geht um Leben und Tod. Aber der Mensch vergisst es oft. Und das Größte für ein Pferd ist, wenn es beim Menschen Schutz gibt.
Das ist das Allergrößte. Das ist ihnen auch, wo den Menschen da mitschütteln. So, jetzt bezieht sich das System natürlich nicht nur auf Bodenarbeit, das geht auch von Reiten her. Ja, das hätte ich jetzt auch. Jetzt halt die Garde aus verlängerten Arm. Das Gaul nutzt seine Pause. So, jetzt hat der Schicke mal Pause. Ach, jetzt ist die Mähne so glatt. Fragen kann ich noch beantworten. Wer hat eine Frage? Nein.